Aber der Flock hat ja einen Narren an dem gefressen. So ein unentbehrlicher Streber. Wissen Sie? Und Thorst Berger, der Ex-Mann? Ach, der. Er wollte sie wieder haben, das schon war. Immer mal wieder hat er sie angerufen oder am Eingang abgepasst. Aber der Horst, der hat ihr nur noch leid getan. Da lief bei ihr gar nichts mehr. Ein Ehemann, den man nach der Arbeit noch bedienen darf. Puh. Sie ist wirklich in ihre Arbeit aufgegangen, die Elisabeth. Aber der Flock hat das nicht zu schätzen gewusst. Unsere Chefs sind alle so. Nach außen reden sie von humaner Arbeitswelt oder so. Und wenn es ans Eingemachte geht. Mein Gott, da kann ich Ihnen Geschichten erzählen. Von wegen Überstunden und so. Nee, nee. Eines stand nach diesem Gespräch zumindest fest. Elke Lieblich war nicht in ihren Chef verknallt. Und ihr Lieblingskandidat auf einer theoretischen Mörderliste war erstens der Assistent Lipsch und erst lange danach der Abgeordnete Lothar Flock. Den Ex-Mann hielt sie für einen Waschlappen. Und ich?